Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Total War Rome 2 mit der Modifikation Divided Impera. Ich bin Executrix. Wir haben in der letzten Mission Folge erfolgreich hier unsere Fortschritte in Richtung Karthago weiter ausgebaut und haben hier Thapsus eingenommen in der letzten Folge, um hier gegen die Senatstruppen einen guten Stand zu haben. Auch ein bisschen Kampferfahrung mal dazu bekommen. Jo. Und nun schon mal, dass wir hier ich habe jetzt die Mods wieder in der richtigen Reihenfolge, also die Divided Impera als erstes in der Mod Start Reihenfolge. Daran lag es wohl, dass wir die Sterne nicht mehr gesehen hat, aber ich weiß es nicht ganz genau. Aber ja, das soll unser Schaden nicht sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt Nachtwärter Thapsus wieder eingenommen. Political Action. General gewinnt Schlacht. Jo. Hier, Mera ist ein General von denen. Schauen wir uns gerade nochmal die einzelnen Provinzen an. Na, Latium, Gallien. Können wir da ein bisschen was rausholen? Ich glaube schon. Hier mal zwei Runden. Hier in Italien ist, glaube ich, nichts mehr zu holen. Kapitel. Ja, doch hier. Das können wir zu einer Hauptstadt ausbauen. Das machen wir auch. Das ist schon auf Stufe 3. Da sind schon fast alle Orte oben. Typ 3. In Spanien sind die Ortschaften auch schon ausgebaut. Numantia. Mauretanien. Ja, hier könnten wir noch was rausholen. Hier bei hier unten auf jeden Fall bei Tingis. Ja. Hier die Stadt noch ausbauen. Und hier. Ja. Bin noch nicht gleich, dass wir hier gleich wieder eine Nahrungsmittelkrise haben. Das kann ja recht schnell dazu kommen. Betica. Britannien. Oh, minus 5,5. Warum denn das? Oha, kulturelle Differenz. Dann bauen wir hier aber gleich nochmal einen bauen hier gleich noch ein Amphitheater, damit wir hier keine Probleme bekommen. Aquitanien, Nahrung, öffentliche Ordnung und Nahrung. Kann man nichts machen. Kaledonien, Tiberia. Das können wir abreißen. Na, Noricum, das passt soweit. Das können wir weiter aufbauen. Und hier unten Thapsus. Ja, die haben wir eben gerade.
Ja, müssen wir so stehen lassen. Und jetzt gucken wir erstmal, wie es hier weitergeht, was die KI jetzt macht, ob sie hier einen Ausbruch probiert oder ob sie... Eigentlich müssten wir hier jetzt wirklich auch direkt den Angriff befehlen, aber das machen wir in der nächsten Runde und dann wird es um die Schlacht um die zweite Schlacht um Karthago gehen. Ja, hier unten ist unsere Flotte fein am Blockieren von Liqui, von der Küste. Ja, und hier unten, den haben wir ja auch schon sabotiert. Ja. Der wollte wohl Garama angreifen, aber ja, daraus wurde nichts. Jetzt gucken wir uns noch kurz die Diplomatie an. Kriegen wir immer noch Handelsabkommen? Okay, nur mit den Treverian, Tulingia, mit denen wollen wir ja nicht. Apropos Tulingia. Ja, genau. Das ist unser nächstes Angriffsziel, dass wir die zerschlagen, solange die angeschlagen sind. Na, da kommt unser dritter Champion. Was bezweifelt ist, dass wir es in dieser Folge hinkriegen, die Senatstruppen komplett zu schlagen. Aber ich denke, wir werden mit der Belagerung von Karthago gleich beginnen und auch die Flotte hinzuziehen. Mal gucken, was sich hier noch so tut auf der Weltkarte. Ja, die Kartlier, die haben auch ganz schön einstecken müssen. So, jetzt kommen gleich die Senatsloyalisten dran. Mal schauen, wie die reagieren. Ja. Versucht seine Flotte auszuschicken. Okay, ich hatte jetzt die Armee an Land gebracht. We find ourselves matched against a worthy foe. Nein, wir werden uns nicht an einem Krieg gegen Pergamon beteiligen. Zum 100. Mal. Okay. Edil. Und hier die Spionin. Haben wir ebenfalls noch. Aha, eine Gravitas. Gegen eine feindliche Agenten. Krieg erklärt. So, dann lassen wir jetzt mal schön die Belagerung Karthagos starten. Und zwar werden wir hier diese Flotte abziehen. Sehr schön. Und wir öffnen jetzt die Blockade von Karthago.
Ja, die Legion Auditrix ist am Einheiten rekrutieren. Ja, dann schicken wir jetzt hier mal die Legionen, die hier auf jeden Fall rekrutieren können, rekrutieren sollten. Hoppla, die Armee hat keine. Die Armee hat keine Verbesserungen, um gegen bei einer Belagerung auszuhalten. Aber wir belagern jetzt die Stadt einfach mal. In 6 Runden, in 7 Runden müssen sie kapitulieren. Und wir haben den Hafen abgeriegelt und sie von Land aus ebenfalls. Ja, die hier schicken wir hier hoch, um die Legion Auditrix, die 7. von denen. zu schlagen. Ja, das war alles, was wir bisher machen konnten. Armee sabotieren. Sehr gut. Schade. Drei. Vier. Mal schauen, vielleicht können wir ihn töten. Schade. So, auch hier haben wir jetzt einen Trainierer drin. Karthago stehen unter Belagerung. Na, hier sind doch unsere Truppen noch unterwegs. Die hier ebenfalls, die müssen wir in Tingis mit dem Nahrungsmittel Zug versorgen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die reagieren. I offer this in the name Let this be a sign of goodwill to God. Die wollen unser Klientel sein. Nein. Brauchen wir nicht. Die Cardlier schicken wieder ihre Flotten aus. So, gleich sind die Senatstruppen dran. Da bin ich mal gespannt, was die unternehmen. Wow! Jetzt probieren sie aber was. Versuchen, über die See zu entkommen. Jo!
Das heißt auf jeden Fall, dass die Verteidigung Karthagos jetzt gleich massiv geschwächt sein wird, denn wir werden die Flotte auf jeden Fall versenken. Ja, 1, 2, 3, 6 mit dem Material, 7 Schiffe, die wir rammen können. Sie wollen es offenbar nicht anders. Oh, das sieht gut aus. Karthago im Hintergrund. Sogar die können wir zum Rammen befehlen, aber werden hier schon auf ich sagen, das war im Trailer, war das viel besser gelöst. Ja, das sollte man bleiben lassen. Ammunition. One of our units has used all its ammunition. Jupiter gives us strength. Our units has used all its ammunition. Crewed and ready. Ships ready. General, Etiam. Support ships at your command. Support ships ready. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. One of our units has used all its ammunition. Ready and awaiting orders. Ready, willing and able. Glory to Rome. Ah, die Katapultschiffe schießen knapp dran vorbei.
Ja, die karthagische Flotte hat hier eigentlich nicht mehr viel zu melden. Wir haben einen heroischen Sieg erreicht. Wir haben die komplette feindliche Armee vernichtet unter Servius Balbus. Mit 2925 Mann hat kein Mensch überlebt. Hat jetzt ein ganz großes Problem. So. Na komm. Halt. Ach Mist. Blöde Ding mitten. Ja. Die versklaven wir. Jo, Karthago hat keine Besatzung mehr. und ist uns eigentlich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Jo. Also die haben jetzt einen massiven strategischen Fehler gemacht. Und sich massiv geschwächt. Ja, die Zumustung aus Plautus passt. Julia, ein Gouverneur, wurde befördert. Bibrakte, ja, dann können wir hier. Sound History, Quiz Rang, Subjekt. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Charakter, Haushalt, gratis Beton und Konstruktion fertig, Namentum, Cannibum und Patavium. Tavium habe ich hier unten. Ja, und die. Die. Ah, den braucht man noch nicht. Braucht man auch noch nicht. So. Ja, dann kümmern wir uns hier mal um die 7. Legion. Denn hier Karthago wird ja nicht viele Verluste. Das sind frisch ausgehobene Truppen, die wir hier jetzt ebenfalls zerschlagen werden. Hm.
Jo. Da können wir gleich super angreifen. Hier die erste Legion und hier die hier. Ach Mist, ich kann den nur aus zwei Richtungen angreifen. Jo. Kommt der raus? Der ist ja lebensmüde. Okay, der versucht jetzt. Sein Heil im Angriff zu suchen. Zauber lässt auch noch zu, dass wir hier seine Reiterei abschlachten. Units has used all its ammunition. Geht's noch? So, jetzt kann ich noch einkesseln.
So, hier sehen wir wieder die klassischen Fehler. Ich würde mal sagen, die sind am Arsch. Den Rest. Ich wage mal zu behaupten. Irgendwie hat das jetzt was von Game of Thrones. Mal, dass wir hier das Lager noch erobern können. Oh. Machen wir mal Zeitbeschleunigung. Ich will jetzt die Kommandoposten noch erobern. One of our units has used all its ammunition. Und wenn wir den dann haben, dann können wir das... Das wird aber knapp. Und hier lassen wir definitiv keinen kommen. Mal gucken, ob sie es noch schaffen. Ja, da ist rum, das schaffen sie nicht mehr. Jo, entscheidender Sieg. Sehr wenig Verluste haben wir. Ja, 99 Mann, also der hat ja alles falsch gemacht.
Jo. Ein überwältigen oder Sieg. Ja, die können wir versklaven. Mal schauen, hat die Armee noch an Erfahrung gewonnen? Na, leider nicht. Fehlt noch ein bisschen. Dann machen wir jetzt gerade mal. Gehen wir weiter in die nächste Folge. Denn hier oben Karthago werden wir weiterhin belagern. Ich will es da nicht mal unbedingt zu einem Kampf kommen lassen. Die Ptolemäer wollen, dass wir gegen die Seleukiden. Oh! Hoppla! Die haben die Seleukiden ganz schön geschwächt. Die wollen Frieden und ich habe keine Ahnung, wie viele Gebiete die haben, deswegen das hantiert sich gar nicht. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie hier Senatstruppen auf diese Schmach reagieren werden. Die haben ihre Legion verheizt auf See. Und haben jetzt wirklich ihre Kräfte hergeschenkt. Das finde ich jetzt schon interessant, aber ich sehe, wir sind gleich kurz vor dem Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Nein, da sind wir dagegen. Hier gab es Slums. Die können wir gerade niederreißen. Mist, wir haben überall für 6 Runden minus 2 in öffentlicher Ordnung. Ja, die haben Verluste durch die Belagerung. Das passt aber. Karthago hungern wir aus. Da brauchen wir nicht unbedingt einen Kampf führen. Außer es sei denn, wie dicht sind denn die davor, sich hier weiterzuentwickeln? Ne, Legion Gemina. Auf jeden Fall der General Stufe 2, nicht jeder General. Steht kurz vor Stufe 2. Hm. Jo, schicken wir mal Legion Vitrix hier runter. Mal
marschieren hier gleich schon mal in Richtung von ja. Den Stellungen des Senates. Schade, können wir nichts machen. So, soll hier auf jeden Fall die Versorgung der Loyalisten stören. Sehr schön, hier sind die letzten beiden Legionen, die sie noch haben. Können wir den Spion gerade noch befördern? Ebenfalls den Mörder ausbilden. Öffentliche Ordnung. Jo, und ich glaube, wir sind jetzt schon soweit, ja, dass wir hier gerade einen Cut machen können. Speichern. Und sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wo definitiv Karthago fallen wird. Und wenn es ganz gut läuft, werden wir in der nächsten Folge auch die Senatsloyalisten besiegen. Wow, und Ägypten hat sich hier wirklich vorgearbeitet. Respekt, Respekt. Hier oben, oh, die Massalier, die breiten sich ja auch langsam aus in Gallien. Also hier müssen wir als nächstes gegen die Dissertanen und gegen die Massalier zu Felde ziehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aufgrund der Zersplitterung massilischen Gebietes am besten hier in Afrika anfangen. Und von Spanien aus dann hier nach oben. Tja, aber das ist Zukunftsmusik. Also ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Exekutrix.